Ich will ein Video bearbeiten und ja, und rein in diesem Programm. Das Programm heißt Minitool. Von diesem Schnittprogramm ist kostenlos. Und ich zeige euch in diesem Video, wie man das machen tut. Und zwar, wir klicken jetzt unsere Datei. Ich habe mir schon ein Video vorbereitet. Das ist hier das da und dann ausführen. So, jetzt wird die Datei hier reingeladen. Man sieht das hier schon. Ja. Und so, wir klicken jetzt hier reinziehe, erstmal komplett hier reinziehe. Super. Kam man schon ins Bild und man sieht ja schon in Details das Video. Wichtiger Hinweis, das ist ja in kleinen HD-Version. Wir können mäßig Audiospur allgemein kann man es einstellen. Das heißt, ich kann auch die Templates, solche Sachen noch einstellen. Ich kann auch Filter nehmen, das heißt, wie Harry Potter sieht das aus. Sieht sehr beschissen aus. Oder man will ja wie cooler aussehen, und zwar da cooler Film. Sieht auch ziemlich dunkel, man. Wenn man das nochmal angucken will. Also würde ich auf jeden Fall, ja, es kann beispielsweise auch ein bisschen lecken, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich lasse in den Standardwandler. So. So. Damit haben wir das Video schon mal gezogen. Wir können natürlich auch sagen, unser Audio, können wir Musik draufpacken, wie wir das wollen. Ich mache das mal nicht, weil man weiß es nicht, ob die Musik legal sind und natürlich, ob ich mein Video geprüft werden kann, ob ich Lizenzen habe. Da sind noch ein paar Sachen, aber sind unbesondere. Da nehme ich meine Musik und da passt auch schon gut dran. Ne? Das ist kostenlos. Meine Nase, solche Sachen. Und wir können Effekte draufpacken. Das heißt, geile Effekte, da sind deine Videos mega gut aussehen. Und man könnte natürlich auch sagen, hey, ich will jetzt dieses Video komplett schneiden. Das heißt, dieses Abschnitt dazu schneiden, das ist auch kein Thema. Aber man würde sagen, hier kann man auf jeden Fall Filter draufpacken. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, dann kann man sich auch Filter draufpacken. Also Effekte. Könnte Texte draufpacken. Das heißt, ich will einen Text wählen. Und dann schiebt man das Ganze bis hier hin. Das heißt, ich will hier einen Text haben. Und dann muss man den Text auch benennen, weil wir das auch in diesem Video da gemacht haben. Moment, darf ich mal? Och, darf ich mal? Also, der habt ihr natürlich so gezeigt, ne? Und dann ist einfach so die Sachen, das ist ja. Gibt einfach die RT4 ein. Und dann, ja, das ist auch so mäßig, aber ich mache jetzt hier keinen Text hin. Ich habe das nur, wollte nur zeigen. Ich will das Video auch nicht verschießen. Das ist solche Sachen. Wir können auch solche Sachen Effekte draufpacken. Das können wir auch gerne machen. Sehen die mäßig mehr cool aus, aber wir haben natürlich auch. Wir können auch andere Sachen. Wir haben ein paar andere Sachen. Wir können Abos draufpacken. Das heißt, wer mich abonnieren möchte, der kann sich natürlich auf jeden Fall gönnen. Und das ist für YouTubern sehr gut. Und wir können da alles machen. Wir können eigentlich dieses Video so bearbeiten, wie wir es eigentlich möchten. Das heißt, wir können das einfach zusammenziehen hier. Einfach, wo können wir dann schneiden? Und da kann man das einfach reinschneiden. Das heißt, wir können das Ganze. Ja, wir können es natürlich schneiden. Das heißt, wir können es natürlich schneiden. Finde ich ganz cool, finde. Ich werfe das einmal raus. So. So. So, hab's hier. So. Und dann kann man es auch bis in die Länge packen. Und sagen, hier kannst du das Ganze und danach ziehen wir das Ganze bis hier dahin. Und danach bleibt es hier bestehen hier. Und dann läuft das auch hier mit. Also das läuft ja so mit. Und danach kannst du hier sehen, es läuft. Aber ist so viel Technik. Und ja, damit will ich das hier kürzer. Nein, ich will jetzt hier das kürzer haben. Aber kann man ganz einfach nutzen. So, ich mache das wieder weg, weil es so. Ah, jetzt habe ich hier versaut wieder alles. Das ist so herrlich. So, weg damit, danke. So, und wenn wir dann schon fertig sind mit unserem Video, und dann klicken wir auf Export, weil ich jetzt auch hier. Ah, jetzt kommt die jetzt interessanter. Welche Bildschirmaufnahme ist das der Video? Also mäßig auflösen. Ist dein Video mäßig über 4K, dann bitte hier beachten,
In diesen wird kein 4K nicht angeboten. Das heißt, nur anderen Auflösungen werden angeboten. Sehr schade finde, aber nicht so schlimm. Und zwar, was ist welche ausgegeben? Wo ist was ausgegeben? Und wir sagen hier, guck mal an, ich habe hier ein. Hier steht ja schon dran. 2080 mal 27, also 27p, also in kleinen HD-Version. Das heißt, wir stellen das hier ein in Settings und sagen, ja, okay, ich will jetzt hier das haben. Und wir sagen, ja, die Vorgänger. Und dann stellen wir das Ganze auf beste Version ein. Und dann klicken wir auf okay. So, dann freuen wir uns runter. Super. Was mit YouTube-Sachen angehen tut, da will ich ein bisschen achten, was in die YouTube geht. Und dann nenne ich das Ganze, keine Ahnung, Test-Videoschnitt. Nenne ich das einfach mal Videoschnitt, weil Videoschnitt ist auch ganz gut an gut hinklicke. So, weil YouTube ist ein bisschen ein Hund, weil das, ja. Wir machen das hier auf dem Desktop. Ganz einfach speichern, exporten. Und jetzt nach dem Exporten, das Video wird ausgerendert. Warum habe ich hier das Video ist auch im 27p, wo ich das aufgenommen habe, ist der kleinen HD-Version. Aber ich würde jetzt hier auch aber so Bitrate eingestellt. Wir wollen die beste Qualität haben und dann gleich bei YouTube gleich hingehen und das Video hochladen wollen. So, gleich abgeschlossen. Super. Abgeschlossen. Super. Closed. So, haben es geschafft. So, willst du speichern? Ja, da haben wir schon. Wir haben dieses Videoschnittprogramm. Und wir klicken jetzt hier einfach hier auf YouTube, wenn ihr zum Beispiel durchklickt. Und wir klicken, ja, wo haben wir das Video? Und dieses Video haben wir dieses hier, dieses Footage, was wir hochgeladen haben, dieses Test-Videoschnittprogramm. Reinziehe. Ja, richtig flott, weil ich für YouTube ruhig klickt hier. Und ihr könnt dann dieses Thumbnail auswählen. Das ist natürlich kackegal. Was natürlich euch nehmen tut oder. Aber so Bilder, so viele Bilder, da kommst du nicht mehr klar, ey. Muss so sagen. Also, ich muss so sagen. Also, so viele Bilder hat man noch nie erlebt, ne? Also ich bin natürlich auch dafür, was man durch welche Sachen, was man für Qualität da raushaut, Alter. Das ist, ey, meine Bilder. Da könnt ihr auf jeden Fall sagen, hey, ich habe Bilder gefunden. Und dann könnt ihr es einfach so wählen. Ich nehme das Ganze von dieser Bahn und dann könnt ihr es einfach hochladen. So, jetzt gehen wir nachher der Prüfung. Gehen wir jetzt hier auch schon, ist schon fertig. Und natürlich nehmen wir ein Datum, natürlich Reisen. Und natürlich, ja, wir lassen es einfach an. Ist ja kackegal. Und wir klicken hier auf Weiter. Dann können wir auch entspannt Abspann einführen. Das will ich jetzt nicht, weil es geht die Länge. Und ja, jetzt wird es aber durchgeprüft. Weiterklicken und jetzt auf Speichern klicken. Und das meinte ich. Jetzt kommt natürlich auch auf jeden Fall jetzt bei YouTube. Wenn zum Beispiel einen kleinen HD aufgenommen habt, kommt jetzt das Problem. Und zwar hier geht es hier, guck mal, in Standardvariante. Standardauflösung wird ausgegeben. Wenn man beispielsweise dieses Video jetzt mal öffnet, drüber geht, das Video öffnet, dann sieht man das Ganze komplett. Naja, also ich habe damit solche Sachen, ich habe das voll beste Qualität, aber schaut mal hin. Man bearbeitet das Video in Schnittprogramm und dann hat es das rausgefuttert und man sieht ja schon das Ganze, dass es so Mittel-HD ist. Dann, man kann es ja noch sehen, aber das sieht beschissen aus. Aber das habe ich schon gesagt, aber ihr könnt mal gucken, wo da. Der Hintergrund, was er ist. Und zwar dieser Oko in dieser. Ja, wenn da Beispiel da überall, dann sieht es nicht gut aus. Bei 4K kriegst du einen besseren, aber das meinte ich. Ich habe mir so ein kleines Video hier rüber geschnitten. Und das habe ich auch bearbeitet, da steht auch mein Titel drin. Und das habe ich euch ja gezeigt, wie ihr Beispiel das Video schneiden könnt.
Und wenn ihr zum Beispiel runterladen wollt und sagen, hey, das Video gefällt mir so gut, dann könnt ihr es auf jeden Fall herunterladen, ne? Also, ich habe es euch gezeigt. Euch zum Beispiel das Videoschnittprogramm, wenn man es also reinpackt, das Video. Und ja, hab's euch gezeigt und ja, wir bin ja froh. Also, haben es geschafft und Bitteschön, tschüss.